Das Auge ist mehr so das Sensationsorgan, und aber die Akustik oder das Ohr ist eigentlich das Sinnliche, die Seele eigentlich. Mit der Musik kann ich einfach den Menschen manipulieren, kann also Stimmungen erzeugen. Aber die Musik ist für mich nur ein Detail. Ich rede eigentlich lieber von akustischen Äußerungen. Walter Gierz gilt als einer der Pioniere der Electronic Art. Er hat 1968 bereits die erste Ausstellung in dem Bereich gemacht. Wurde dann 1971 entdeckt, wenn man so will, von Hans Meyer, Denise René. Die haben eine Ausstellung von ihm dann gleich komplett aufgekauft. Und das war dann so der Punkt, an dem es dann hieß: Walter, du bist jetzt Künstler. Okay, hat er gesagt. Und hat dann ab dem Zeitpunkt als Künstler gearbeitet in dem Bereich. Er war ein Forscher, ein Wilderer auf allen Gebieten, einer, der interdisziplinär die Dinge zusammenführen wollte und bewegt hat dadurch. Er wollte immer, dass sich die Bilder, die er macht, verändern. Also er war mit so einem statischen Angebot nicht einverstanden, das fand er einfach langweilig und hat dann eben gesagt, okay, wenn ich jetzt ein Bild verändern möchte oder einen Klang verändern möchte, muss man da ein paar Schalter dran machen oder Knöpfe, damit die Leute damit spielen, damit sich's verändert, wie ein Musikinstrument zu einem interaktiven Ding wird. Und so ist dann quasi aus Zufall heraus auch 1969 das erste interaktive Bild entstanden. Das ist jetzt ein Nachbau von 2009. Man schließt den Stromkreis, dadurch ergibt sich ein Sound ganz direkt. Dann hat er sich gefragt, wie kann ich das denn jetzt machen, dass die Bilder sich von alleine verändern und der Klang sich von alleine verändert. Also auch nicht ein statisches Angebot wie ein Lied, wenn man es immer wieder hört, wiederholt sich es irgendwann. Wird langweilig, wollte er nicht, und hat dann den Zufallsgenerator entwickelt. Und das hier ist im Prinzip ein Beispiel davon. Also das Objekt heißt Musik für 53.553.077 Jahre, 277 Tage, 18 Stunden, 21 Minuten und 3 Sekunden. So lange dauert das Lied, bis es sich wiederholt. Durch den Zufallsgenerator werden die Samples immer neu arrangiert. Man hat 2 Sequenzen, die wiederholen sich, werden allerdings jedes Mal neu sortiert. Dadurch hat man immer ein neues Erlebnis, man kann nie vorhersagen, was kommt, und wenn man zuhört, wird es nicht langweilig. Von rechts, von links, dann von rechts, dann zurück. Kommt bei den Gespenstern zu leicht Erfahrungen, Sprache, künstliches Wesen. Ja, Zufall ist natürlich für mich eine ganz bedeutende Entwicklung gewesen. Am Anfang standen die interaktiven Objekte, weil es nicht anders ging. Ja, wenn ich einen Tongenerator mache und will verschiedene Töne mit dem machen, dann muss ich ein paar Schalter dran machen. Und dazu habe ich, wie gesagt, den Menschen genommen, der dann die Schalter betätigt hat, damit sich das Bild verändert. Also praktisch erst die Dimension erreicht, die ich beabsichtige. Und dann habe ich Anfang der 70er Jahre gemerkt, mit dem Zufallsgenerator kann ich ja diese Sachen auch automatisch machen. Also nicht automatisch im Sinne von einem Programm, sondern sie werden eigenständig, die Objekte. Und das war für mich sehr wichtig, wenn ich in Eigenleben einhauchen will. Aber eigentlich die meisten Objekte, die ich mache oder die mich auch interessieren, sind eben die Wechselwirkung. Möchtest du mit mir streiten? Er
hat sich gerne im Hintergrund präsentiert eigentlich. Also er war nicht aufdringlich, im Gegensatz zu seiner Kunst. Also seine Kunst, laute Objekte, die auch mal nerven können, war dann so sein Sprachrohr irgendwie, um auch mal von der Seite reinzupieksen. Auf humoristische Weise. Walter hat sich sehr engagiert in seiner Wahlheimat, wo wir hier sind, Schwäbisch Gmünd, und hat für seine Leistungen als Dank vom damaligen Oberbürgermeister Schuster einen Stadtturm zur Verfügung gestellt bekommen, als Lager- und Ausstellungsort mittlerweile auch. Und das ist sehr spannend, das Ambiente da drin, ne? Ein mittelalterlicher Turm, ausgestattet mit Elektronik und Licht- und Klanginszenierungen. Islam. Minister viele Objekte mit Lichtsteuerung und Klangsteuerung. Das sind elektronische Spielobjekte gewesen damals. Also er hat das gar nicht als Kunst bezeichnen wollen. Das war ihm einfach zu eitel. Er sagte auch immer oft, wenn er sich vorgestellt hat, er ist Elektroniker. Diese Spielobjekte wurden dann auch mal von Kraftwerk entdeckt in einer Ausstellung. Die haben dann da ein kleines spontanes Konzert draufgegeben. Also ich denke, er war seiner Zeit voraus. Es gibt heute Sounds, die hip sind, die kenne ich aus Objekten von vor 40, 50 Jahren fast. Eine seiner großen Leidenschaften war zum Beispiel Konrad-Katalog zu lesen, also elektronische Bauteile durchzublättern und sich dann zu überlegen, was könnte man denn jetzt daraus Neues machen? Ne? Also er hat immer so Heftchen geschrieben, so ein ganze Palette voll mit Heftchen seit den 70er Jahren mit Ideen drin und da sind überall kleine Schaltungen drin, was könnte man denn jetzt machen? Und das äußert sich dann natürlich auch in den Objekten, die alle unterschiedliche Funktionen haben. Es gibt Multivibratoren erweiterte oder Monoflops, die dann im Grunde als Sequencer funktionieren. Kann man dann Samples reinschießen und die werden geloopt quasi. Ja, damals gab es das Wort Loop in dem Kontext wahrscheinlich noch gar nicht. Vor allem war er eben ein Macher. Das hat er immer gesagt. Er ist einfach ein Macher. Das heißt, er ist jeden Morgen in seinen Café gegangen und hat 2 Stunden lang wirklich Ideen gemacht an neuen Konzepten, was man umsetzen kann. Ist dann für 1 Stunde ins Büro, hat seine Leute delegiert und ist dann sofort ins Atelier verschwunden und hat den ganzen Tag gearbeitet. Und zwar jeden Tag bis zum Schluss. Also auch noch, als er im Sterben lag, jetzt über die letzten Jahre, hat er weiter Ideen gemacht. Ich erinnere mich noch an eine Szene, da hat er mich zu sich beordert und konnte kaum mehr sprechen. Also es war für mich ganz schwierig, ihn zu verstehen. Und er sagte, Sohn, Synthesizer. Wusste ich, er meint seinen MS-20 Synthesizer. Und hab den dann angeschleppt. Und dann meinte er, ah, Kondensator. Ne? Habe ich einen Kondensator geholt. Und dann meinte er, ah, jetzt dran löten. Ich wusste nicht genau, was er meint. Und irgendwann habe ich dann verstanden, Filter, irgendwie, was für ein Filter. Ne? Was meint denn der Mann? Habe ich mich ein bisschen informiert und habe dann gesehen, aha, mit einem Kondensator kann man einen Hochpassfilter machen. Ne? Sollte ich tatsächlich an diesem Korg MS-20, ne? Ein geldwertes Teil, einen Kondensator dran löten, habe ich dann auch gemacht und habe dann gehört, aha, so habe ich jetzt einen Hochpassfilter. Und so hat er mir dann noch zum Schluss Sachen beigebracht, wie man arbeitet, elektronisch. Das war sehr schön. Also es gab immer Themen, in die Walter sich 200% reingestürzt hat. Also der typische Forschergehirn dieses Tunneldenkens. Also er hat irgendetwas anvisiert und dann ist er da hinterher, bis er es erforscht hatte, in alle Mikrozellen.
nach der Arbeit in den letzten 3 Jahren, die unser Sohn Viktor und ich jetzt geleistet haben, haben wir inzwischen einen Überblick von dem unglaublichen Werk, was er geschaffen hat in seinem ganzen Leben. Obwohl wir 33 Jahre zusammengelebt haben, war mir das gar nicht so bewusst. Das ist toll, tolle Sache.